bei der Insel liebe. Wind, Sand, Wellen, das Meeresrauschen im Hintergrund und an meiner Seite Olivia Mock, Feng Shui Master. Ja. Als erstes starten wir mit den 10 schnellen Fragen, liebe Olivia Mock. Liebe auf den ersten, zweiten, dritten Blick? Für diese Sylt ist sofort Liebe auf den ersten Blick. Wenn wir einen Hochzeitstag mit Insel feiern könnten, der wievielte Hochzeitstag wäre es? Vermutlich der 8. Der 8.? Ja. Da wüsste ich jetzt gar nicht, welcher Hochzeitstag es ist. Wir wissen aber dann nur die 25. und den 40. kriege ich auch schon hin, aber den 8. könnte ich noch nicht benennen. Okay. Gibt es ein Sylt-Ritual? Also landen auf der Insel, gibt es dann irgendwas, was immer wieder passiert? Ja, natürlich. Das allererste ist, ab über die Düne und hin zum Strand. Meer gucken, Arme hochreißen und sagen, yeah, hier bin ich, egal welches Wetter. Und egal wie spät es ist? Furchtbar egal. Furchtbar egal. Egal, ob das Meer mich sieht, ich sehe das Meer. Ja, das war gestern auch so. Es kann dunkel sein, wie es will. Man geht zum Meer, sagt, yeah, und das ist es. Ein schönes Ritual. Was ist für Sie das Besondere an dieser Insel? Das ganz Besondere an der Insel ist, dass es in Deutschland gibt es diesen wahnsinnig fantastischen Strand, diesen ewig langen Strand. Ich brauche gar nicht mal so lange zu fahren. Ich habe es noch in Deutschland. Ich meine, ich bin sonst wo auf der Welt, wo auch schöne Strände sind. Aber hier in Deutschland, das ist so genial schön, diesen Strand zu erleben mit ewig lange Laufen. Das liebe ich. Wenn wir drüber legen, Souvenirs, ist es Strandgut oder gekauftes? Ich meine, ich mache Schuhe, ich bin Naturkind sozusagen. Es ist in der Tat so, Muscheln und kleine, so verschiedene Hölzchen, ja, aber immer nur Strandgut. Okay. Wenn es ein Ort ist, in dem Sie verweilen, wenn Sie auf der Insel sind, ist es die Ferienwohnung, das kleine Landhotel oder das große Sternehotel? Also erstmal muss es ganz klein, gemütlich, schön sein. Also so Riesenhotels und Bunker interessieren mich null, da können die noch so schön sein. Das kann ruhig mal auch eine Ferienwohnung sein. Aber das Flair im Hotel, das ist für mich das A und das O. Was ist genau das Flair? Das Flair, das heißt, die Seele muss angesprochen werden. Und ich mag nicht diese großen Bunker, die zwar sehr hübsch sind, aber wo meine Seele sich nicht zu Hause fühlt. Das ist die Feng Shui. Master, ja, die da so ist es. Ganz klar. Trubel oder Stille? Was ist es eher? Stille. Stille. Was ist der Wunsch für die Insel, wenn wir auf die Insel schauen und Sie mit Ihrem Blick als Feng Shui Master schauen? Ja, Feng Shui heißt der Wind und Wasser. Das heißt, wir müssen in Einklang leben mit den Energien, also um die Insel herum sowieso und die Wasserressourcen berücksichtigen. Auch in den nächsten 40 Jahren wird es ein großes Thema sein. Aber auch die Bauweise. Die Insel Sylt kann nicht weiterhin diesen wunderbaren Stand haben, wenn sie nicht in der Bauart, der Bebauung aufpasst, dass diese Seele der Insel nicht kaputt gemacht wird. Das kann man schaffen, ne? Leider. Das kann man schaffen, sie kaputt zu machen. Aber man könnte es, wer mich hat es ja leicht, die Seele hier agieren lassen, dass die Leute weiterhin sehr gerne hierher kommen. Wenn wir gerade nicht auf der Insel sitzen, wir beiden, ja. Wo sitzen Sie dann, wo Sie Heimat haben? Bad Schwalbach bei Wiesbaden. Und ich muss zugeben, ich bin da zu selten auch. Mehr in der Welt unterwegs. Und ja. Wir haben schon gesagt, was Sie machen. Was ist das genau, Feng Shui Master? Was macht ein Feng Shui Master? Oh, ich habe mal früher in den 80er Jahren TCM in China studiert und hatte als Nebenfach das Feng Shui. Das ist eigentlich nur, weil das so schön war, die Natur zu erleben. Wir mussten immer rausgehen, wir mussten Wälder, Flüsse, alles beobachten und Expertisen erstellen. Das habe ich mal 3 Jahre so gemacht. Hinterher habe ich nicht gewusst, ob mir das irgendwas nutzt, dieses Wissen von Feng Shui. Ich war halt nur die Lieblingsschülerin von meinem Feng Shui Master und er hat mich dann privat mitgenommen. Und da habe ich erlebt schon da so ein bisschen, was er macht. A, habe ich gedacht, er arbeitet also nicht nur am Patienten mit Akupunktur und verschiedensten Therapien. Nein, er tut auch etwas, damit sie gesund bleiben oder damit sie ihr Glück wieder erlangen oder erhalten. Und das hat mich dermaßen doch dann so geflasht, dass ich dachte, irgendwie muss ich das ja mal in Deutschland auch gucken, ob das geht. Ja.
Genau, wenn jemand anfängt Schuhe, denkt, würde der erst erstmal sagen, an so eine Wackelkatze. Die oh Gott. Gott. Oder an so Taler, die man irgendwo hinhängen soll. Gibt es eine Form von westlicher Strategie? Ich muss da vielen Dank Dr. Lipay sagen. Er war einige Monate bei uns im Haus zu Gast. Und da habe ich mit ihm erlebt, wie europäisches Feng Shui wirklich geht. Das heißt, Gott sei Dank habe ich dann erlebt, ich muss keine chinesischen Sachen nehmen. Es geht um Energiearbeit und die kann ich in jedem Geschmack ausführen, ja, mit all den Dingen, die wir vor Ort haben. Ich muss nur wissen, um was es wirklich geht und die Energie so nehmen, dass es mit den Accessoires, mit den Farben, mit der Einrichtung funktioniert. Und das kann ich. Jetzt haben wir ja auf Sylt so gerade so die Thematik Arbeitskräfte zu bekommen, Wohnraum zu gestalten. Könnte man mit Feng Shui so einen Lockruf starten, den ich jetzt mal? Könnte man da etwas verändern, um Menschen auf die Insel zu bringen, dass sie Spaß haben, hier zu arbeiten? Weil die Liebe ist ja von vielen da. Ja, da müsste man ja jetzt mal auch Arbeitswohnungen, sage ich jetzt mal, schaffen, die wirklich so sind, dass die Leute sagen, ja, das ist es. Ich habe so ein Projekt in Stuttgart gemacht, das war fantastisch. So was Ähnliches würde ich hier auch machen. Und dann würden die Leute gerne kommen. Die würden auch gerne bleiben. Aber ich muss ihnen ja wie ein neues Nest bereiten. Dass sie sagen, oh, meine Seele will da unbedingt hin. Und ich rede oft von der Seele, weil es gibt zwar hier ganz, ganz viel zu lernen und viel auch wirklich zu machen, was Hand und Fuß hat. Aber zum Schluss, der Effekt ist ja dann, dass die Seele sich wohlfühlt. Das ist dieses erste Gefühl, wenn man irgendwo hinkommt und denkt, hier bin ich, hier kann ich so mich plumpsen lassen. Ja. Ist das so dieses ganz intuitive Wahn, ohne jetzt Mathematik zu machen, ohne mit irgendeinem Kompass durch die Wohnung zu laufen, sondern wow, hier möchte ich gerne bleiben. Das ist schon ein Faktor, an dem ich es messen kann? Also man muss bedenken, ich selber habe immer noch eine Laura Ashley-Einrichtung bis dato, die ich jetzt mal langsam ändern will. Und dennoch, in dieser Laura Ashley-Geschichte, mögen die Leute bei mir ewig lange sein. Ja, also wer einmal kommt, geht so schnell nicht. Der kann vorgehabt haben, ich gehe nur mal kurz zum Moog. Nein, er bleibt hängen. Und ich liebe es. Ich liebe es. Weil das ist ein gutes Zeichen. Bei mir fühlen sich die Leute wohl und eingeladen, willkommen. Und so muss es doch wirklich sein. Aber bei uns, und ich kann messen, das Feng Shui, insofern, dass alle Familienmitglieder, ich habe 3 Kinder, ja, und einschließlich meines Mannes und alles drumherum, funktioniert in einer so guten Weise, dass wir wirklich eine tolle Familie sind. Und das haben viele nicht, mit den schönsten Bauten nicht, weil ihnen fehlt in den Räumen die wahre Seele. Gehen wir nochmal auf die Seele der Insel ein. Die Insel hat ja schon eine Seele und die Insel zieht ja auch an. Ja. Wo würden Sie jetzt mal sagen, wo könnte ich vielleicht dran drehen, so einen kleinen Tipp für die Insel, damit es wirklich dieser Flair, diese Seele der Insel noch größer wird, noch weiter ausstrahlt? Ich kann nur eins machen, ich kann das, was da ist, jetzt nicht verändern. Und da wird etwas gemacht dann mit neuen Bepflanzungen drumherum oder mit Farbgebungen, sodass sich das, was vielleicht auch sozusagen Architektursünden sind, langsam wieder neu integriert werden. Ja, sowas habe ich in Leipzig gemacht für große Häuser. Das heißt, dass sie wieder harmonisch wirkten in der gesamten Umgebung. Das heißt, ich kann ein sozusagen neues Aufbauen der Seele machen, nicht alles grundsätzlich, aber etwas. Und bei den Neubauten, da müsste ich jetzt aufpassen. Ja, das heißt von vornherein schon ein bisschen anders schauen. Ja, alles. Bei alles, der Bebauung schon von vornherein. Alles, alles. Ich bin normalerweise am ersten Tag dabei, da hat noch kein Architekt was gemacht. Da habe ich das Grundstück schon gesichtet, dann habe ich die ersten Pläne schon entworfen vom Feng Shui, wie es sein müsste. Und dann wird das mit dem Architekten besprochen und dann geht das weiter. Aber eigentlich muss der Architekt nicht zuerst da sein, sondern eigentlich müsste ich erstmal ein Grund-Feng Shui-Konzept haben. So wäre es ideal. Um einfach auch richtig zu bebauen, die Tür an die richtige Stelle zu setzen, den Eingangsbereich und solche Dinge. Richtig, die Lichtausrichtung, die Proportionen, auch natürlich auch, wie sind die Räume angeordnet. Also es gibt da ganz tolle Sachen und ich arbeite sehr gut mit den Architekten zusammen, weil ich ihnen auch nicht ins Handwerk hineinrage, sondern im Grunde genommen gebe ich ihnen etwas wie so Nistkasten mit vor, in welche Richtung wir gehen könnten, damit es funktioniert und dann arbeiten wir gemeinsam weiter.
Nun haben wir auf dieser Insel ja ganz bestimmte Formationen, Naturformationen, ja, die Dünen. Ja, ja, ja. Wenn man über Fluss und Wasser und Wind spricht, wäre das zu beachten, wenn ich immer einfach? Immer, weil normalerweise ist das Beste, was Gebäude tun können, sich dieser Umgebung auch von ihrer Form anpassen. Und wenn sie das tun, dann sprechen wir davon, wow, das ist harmonisch. Wenn ich jetzt in eine Dünen, man spricht auch Metalllandschaft, also vom Element her, ein Hochhaus reinstelle, ist das sofort deplatziert. Das ist Holz im Metall, geht überhaupt nicht. Geht nicht vom Feng Shui. Dann sagen wir, oh, hier stimmt irgendwas nicht. Also das heißt, wenn wir von vornherein die Umgebung beachten, dann kann das nur gut werden. Ich habe das für die Berge gemacht, genau die Rückfront der Berge mit aufgenommen für die neuen Häuser, die dann entstanden sind. Aber exakt die Bergform des Rückens. Und dann sagt derjenige, wow, toll. Er weiß gar nicht richtig, warum. Da war es die Bergform. Es entsteht automatisch Harmonie. Und das Auge würde sagen, oh, das ist das eine passt, schöne Verbindung. Aber das verbindet sich einfach miteinander. Genau. Also intuitiv hat, glaube ich, jeder seinen kleinen Feng Shui Kompass in sich, wenn wir ein bisschen dieser Seele da in uns horchen würden. Oder? Ja, also jetzt muss man dazu sagen, das wäre schön, aber der Mensch ist in den täglichen Dingen einfach dem Stress ausgesetzt. Er ist nicht immer in seiner eigenen Harmonie, in seiner eigenen Mitte und er lässt sich natürlich auch von Modernitäten ablenken, die ihm sagen, du musst es jetzt grau machen, im Moment ist ja alles so schön grau, ja, du musst grau agieren und das machen. Ja, aber ob es ihm gut tut, seiner Seele, jeder Mensch hat ein anderes Energiemuster. Und dieses Energiemuster, das kann sein zwischen Mann und Frau, dass das schon ein bisschen unterschiedlich ist, aber dann schaue ich, dass die wieder durch die Umgebung so harmonisch miteinander verbunden werden, dass sie nicht clashen, dass sie nicht in Stress und Streit geraten. Das heißt, man hat nicht selber immer die besten Voraussetzungen, um alles zu erkennen. Ich bin quasi wie ein Doktor von außen, der erst einmal eine Diagnose macht und guckt, was ist hier überhaupt los. Was passiert hier gerade an Ort und Stelle? Und derjenige, der drin ist, kann es gar nicht so genau benennen. Er findet es vielleicht ganz hübsch. Ja, bestimmte Räume nimmt er nicht so gerne an sich und im Garten stimmt es vielleicht auch nicht so ganz. Aber so grundsätzlich fühlt er sich wohl. Und dann passieren aber so viele Dinge im Leben. Entweder auf der Arbeit oder in seinen Beziehungen zu anderen oder in der Familie oder mit der Gesundheit, dass er irgendwann merkt, okay, irgendwas stimmt hier nicht mehr. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo sie dann vielleicht von mir gehört haben. Wir haben ja hier sehr viele Häuser, die leer stehen, lange leer stehen. Tut es dem Haus eigentlich gut, wenn es so für sich alleine steht? Ich habe jetzt neulich gehört, dass sogar die Möbel phasenweise bei Häusern verkauft werden nach der Saison. Ja. Und die stehen wirklich auch leer. Ja. Ist das eine gute Energie? Wenn ich das überhaupt so? Nicht. Ein Haus muss belebt werden. Das ist doch das A und das O. Selbst wenn wir innerhalb eines Hauses Räume haben, die wir gar nicht brauchen, empfiehlt es sich vom Feng Shui immer dort eine Pflanze hinzustellen, die immer wieder gegossen werden muss, dass wir unbedingt in diesen Raum hineingehen. Das heißt, alles ist ein großer holistischer Körper, diese Räume, dieses Haus, diese Wohnung. Und es geht nicht, dass wir einen Arm oder ein Bein nicht benutzen. Wir müssen praktisch überall hin. Und es empfiehlt sich auch oft, die Türen mit aufstehen zu lassen oder Fenster und Luft. Wer zu mir kommt, der weiß es zum Beispiel ja. Bei mir steht doch die Tür meistens offen. Bei mir kann ja fast jeder reinlaufen. Das ist ja typisch. Ich lasse offen, ich lade die Energie ein. Und ich komme zu einer Frau, die sich gar nicht wohlfühlte und die sehr viel Probleme hat. Was hat sie gemacht? Die lässt die Rollläden unten. Hallo, geht's noch? Ja? Da kann nichts rein und nichts raus. Abgesehen von ihrem furchtbaren Blau innerhalb des Wohnzimmers, was die Seele dermaßen angespannt hat. Oh Gott, das war so ein Gefühl. Aber da war es schon die erste Möglichkeit, mal überhaupt mal aufzumachen. Die Tür zu auf den Rollladen auf war schon die erste Lösung. Die erste. Kann ich das alleine lesen? Also ich weiß, Sie haben ganz viele Bücher geschrieben. Kann ich mir das erlesen und mich so dran robben oder so ein Gefühl? Ja, also gut, der Bestseller ist Feng Shui auf 48 Quadratmeter, auf 68, Entschuldigung, auf 68 Quadratmeter oder das Key Flow, also eins von diesen 14 Büchern. Aber ich muss sagen, ich kann Bücher schreiben noch so viel, wie ich will. Ich schaffe es nicht, jede Situation zu beschreiben, weil dieser Energiekörper, in dieser Wohnung oder in diesem Haus, in dieser Umgebung,
und mit vielleicht noch mit diesem Mann und mit diesen Kindern, wie soll ich denn alles beschreiben? Das heißt, normalerweise kann ich sehr, sehr gut für die Leute was geben, so an die Hand sage ich, in dem Buch hier fängt schon auf 68 Quadratmeter, prima. Man kann schon mal sich ranrobben, man kann schon mal ein bisschen gucken, aber echte Probleme lösen oder sogar dieses super Glücksgefühl in die Räume bringen, wie bei uns, wo die Räume lächeln. Weil das ist wirklich witzig, jeder, der kommt, lächelt auch wirklich. Und egal, wie schlimm der vorher dran war, bei uns geht es ihm gut. Sagt er immer. Ja. Ja. Und deswegen, das kriege ich nicht hin in Büchern. Da muss ich kommen. Und gut, ich habe die Erfahrung seit 1988, muss man sich mal vorstellen. So lange arbeite ich Tag ein, Tag aus mit dem Thema. Und das kriegt man so nicht hin in den Büchern. Kann man auch so eine Insel komplett Feng Shui-mäßig beurteilen, sage ich mal? Oder ja, natürlich. Ich könnte hier eine Bewertung machen, natürlich, ja. Also habe ich noch nicht gemacht. Ja. Dazu gehört, dass ich mich wirklich da reinsetze und es genau gucke, wo sind die Potenziale hier, wo sind welche Energien verteilt, wo könnte es doch bessere Kontakte geben, wo liegt das Geld auf der Insel, also nicht nur jetzt da, wo die Leute jetzt besonders gerne bauen, sondern da gibt es bestimmte Punkte. Und diese 8 Punkte der Insel, die müssten genau untersucht werden. Und dann kann ich sagen, guck mal, das ist mit eurer Insel. Und an den Punkten, wenn ihr da Stellschrauben macht oder da was hinbaut oder da einen Park errichtet oder dort nochmal zusätzlich Wasser, dann wächst die Insel noch mehr. So war es in Hongkong. Okay, spannend. Ja. Hongkong war es genauso. Ja. An der richtigen Stelle das Richtige gemacht und dann ist es ja explodiert, Hongkong. Mhm. Das heißt, die Insel hätte noch richtiges Explosionspotenzial im fröhlichen Sinne. Ja, aber im fröhlichen, wirklich, im netten Sinne. Also nicht überbevölkert, sondern in diesem wunderbar harmonischen Sinne, ja. Bitte, jetzt. Wunderbar. Sofort am besten. Das sind doch Perspektiven. Bitte die Insel erhalten. Das sind doch Perspektiven für die Insel und auch für viele Menschen, die ein glückliches Zuhause sich wünschen. Doch, das wollen wir. Die Insel erhalten, das ist sehr, sehr sinnig. Sie ist eine wunderschöne Insel. Ganz lieben Dank, liebe Olivia. Was für wunderbare Perspektiven, die Insel in einen neuen Schwung zu bringen, mit der Seele belegt. Freuen Sie sich, wenn Sie demnächst die Insel besuchen und die Insel vielleicht seelisch nochmal anders wahrnehmen. Auf bald!